Und da ansonsten wird noch ein bisschen Spießen sich aufgewärmt in den Liebräumlichkeit. Und da kommt man zu spät zum 1:0 für den FC Pasching. Casanova setzt hier diesen Kopfball zu wuchtig neben Lindner und trifft zur Führung. Gute Minute gerade gespitzt in Hälfte 2. Und der dritte Gist führt hier im Havelstadion gegen die Austria. Boah. Noch einmal. So, 1:1. Hoch schaut das schlecht aus, der kommt die Flanke rein, Kovacic. Und der wuchtige Kopfball, der ist ja. Das ist die Casanova. Das ist Sokova gewesen. Alles stürmt hier zu Casanova. Hier haben wir die Flanke von Kovacic und Sokova. Der Mann mit dem guten Linken köpfelt. Heinz Lindner wuchtig aus kurzer Distanz zwischen die Beine. Aber da ist dem Austauschschuss kein Vorwurf zu machen. Das ist zu schlecht. Aus kurzer Distanz. 1:0 für das Messer. Das war's. Das ist das Schlussbild. Das ist von der Form her einfach die größte Überraschung, die der österreichische Cup je zu bieten gehabt hat. Erstmals ein Drittligist im Cup-Finale und der biegt hier tatsächlich den Bundesliga-Champion. Der Wiener Austria mit 1:0. Daniel Sokova liefert das Zusammenstück mit seinem Kopfhelfer in der 7. Der Nachfolger von Salzburg. Als ÖFB gab es hier gewesen. FC Pasching. Der oberösterreichische Regionalligist erobert hier.